Das Allerwichtigste ist, überhaupt mitzumachen bei unserem Klavierwettbewerb. Wir lieben das Klavier. Wenn du deine Gewinnchancen aber erhöhen möchtest und so viele Leute wie möglich für dich überzeugen möchtest, dann habe ich hier noch ein paar Tipps und Tricks für dich. Also, Ziel sollte es nämlich sein, so viele Leute wie möglich aus der Community zu überzeugen, dass sie am 28. November für dich abstimmen. Jeder kann für mehrere Leute abstimmen, für so viele Teilnehmer, wie er möchte. Aber jeder kann für jeden natürlich nur einmal abstimmen. Und der Hannes, der Gitarrist von Werde Musiker, hat einen solchen Wettbewerb schon zweimal durchgeführt. Und ja, ihr könnt euch vielleicht die Gewinnervideos dort einfach mal anschauen. Ihr könnt überhaupt mal beim Hannes auf dem Kanal vorbeischauen und euch verschiedene Teilnehmervideos anschauen. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Inspiration. Es haben nämlich alle möglichen Leute mitgemacht, ganz unterschiedliche Altersklassen. Sehr unterschiedliche Ideen eingereicht. Einige haben was gespielt, andere haben eine Geschichte erzählt. Es waren Anfänger dabei, es waren Profis dabei. Aber letztendlich haben die Leute gewonnen, die einfach die meisten Leute aus der Community überzeugen konnten. Und wenn ihr jetzt vielleicht sagt, ja, okay, die hatten vielleicht nur die meisten Freunde, ich habe keine Freunde. Also, es haben so viele Leute mit abgestimmt, dass das Ergebnis letztendlich aus der Community kam. Ja? Und da kann ich euch alle übrigens auch nur zu ermutigen, euch den 28. November freizuhalten. Gerne natürlich vielen Leuten Bescheid sagen, aber vor allen Dingen aus der Community, dass da ganz viele Leute einfach dran teilnehmen und mit abstimmen, um quasi das beste Video zu küren. Ich habe schon gesagt, ihr müsst nicht unbedingt am besten Klavier spielen können oder super fortgeschritten sein. Ihr müsst halt irgendwie ein Video kreieren, was die meisten Leute überzeugen kann. Am besten, was irgendwie richtig emotional ist. Das kann natürlich schön gespielt sein. Das kann aber einfach eine unglaubliche Geschichte sein, die ihr mal am Klavier erlebt habt. Das kann aber auch ein sehr interessant zusammengeschnittenes Video sein. Ja, vielleicht habt ihr über eine Zeit lang schon einen Fortschritt oder sowas gefilmt, was ihr am Klavier gemacht habt. Vielleicht dreht ihr sogar einen kleinen Film. Tatsächlich sind alle diese Ideen schon eingereicht worden beim Gitarrenwettbewerb. Also wie gesagt, vom Hannes den Kanal verlinke ich euch mal. Klickt euch da mal durch, das ist wirklich sehr, sehr inspirierend. Was ich euch auf jeden Fall als Tipp mitgeben kann, ist das Ganze einfach so leidenschaftlich wie möglich zu produzieren. Ja, also eure Emotionen so echt wie möglich am besten rüberzubringen, zu vermitteln. Das vielleicht ein bisschen Übung erforderlich, ja, vielleicht nehmt ihr einmal ein Video auf, schaut es euch an und dann guckt ihr, okay, wie kann ich das Ganze noch besser machen? Ich denke, mit der Herangehensweise werdet ihr eure Chancen zu gewinnen deutlich erhöhen. Jetzt ist die Frage vielleicht noch, okay, wann sende ich mein Video jetzt am besten ein? Am besten jetzt sofort oder erst gegen Ende, dass ich mal gucke, was andere einsenden oder ist es besser, wenn ich es früh einsende, dass so viele Leute wie möglich mein Video sehen? Also, da gibt es absolut nicht den goldenen Weg, nämlich letztendlich die Leute, die beim Hannes zum Beispiel mitgemacht und was gewonnen haben, die haben sowohl am Anfang die Videos eingereicht als auch am Ende. Also das scheint nicht der ausschlaggebende Punkt zu sein, sondern vielmehr halt die Botschaft, die vermittelt wird. Das kann ich euch mitgeben, also macht euch da nicht zu viele Sorgen, nicht zu viele Gedanken. Im Gegenteil, konzentriert euch auch auf den Spaß, das Ganze soll ja auch Spaß machen. Natürlich ist es schön, wenn man was gewinnen kann, aber das Allerwichtigste ist überhaupt mitmachen und Spaß haben. Also, ich freue mich auf jeden Fall tierisch drauf. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Ich kann es kaum abwarten, euch quasi persönlich zu sehen. Und freue mich auf eure Einsendungen. Wir sehen uns. Bis dann. Nochmal, Wettbewerbsseite verlinke ich euch oder vielleicht seid ihr schon hier. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao.